Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge. Ich bin Daniel von SimFans. Die Jungs, die stehen hier noch draußen rum, hallo. Ja, der Opa, der ist schon, ja, der Felix ist schon Opa hier geworden. Ja, und ihr habt gewotet, dass er nicht ins Jahreszeitenhaus zurückziehen soll, zumindest 2/3 zu 1/3. Heute geht's um Nico und wir haben einiges vor nach der Geburtstagsfolge letztes Mal mit Felix. Ich war so krass, wie er wurde entführt. Nein, sie ist nicht schwanger. Zumindest gibt es bisher keine Anzeichen dafür von Aliens. So, Nico. Oh, das ist ja so ein Teller. Wo ist denn der her? Hast du den irgendwie geklaut? So, wir müssen jetzt erstmal mit dir, das habt ihr so mir in den Kommentaren, nee, das ist die Svea, habt ihr mir in den Kommentaren mitgegeben, wir müssen noch hier die Sina und natürlich den Krümel, den Fuchs, müssen wir auf den Friedhof bringen, das machen wir auch gleich mal. Was, du stinkst hier wie die Sau. Junge, was machst du denn wieder? Hundi, setz der Laubhaufen hin. Oh, das stinkt, nee, das stinkt nicht schon. Das ist nur der davor, der Kuchen. Ess den mal nicht, nee. Eieieiei, ihr drückt euch wieder durch hier. Ja, mögt ihr euch nicht so? Letztes Mal auch schon ein bisschen Bashing zwischen Svea und Felix. Na, Nico, so ist es. Stinkmolch, du. Komm, geh mal hoch, geh mal duschen und dann gehen wir. Oder du kannst auch unten duschen, ne? Es geht schneller hier. Dampfende, erfrischende Dusche. Hanna ruft an. Ja, hallo Schwester. Jetzt willst du reingehen? Natürlich. Komm, dann gehen wir mal ran. Hallo Anna, wie ist es denn bei dir so in der WG? Da müssen wir auch noch vorbeigucken, ne? Jetzt hast du Magenprobleme. Oh, oh. Ja, reicht auch vom Essen. Komm, geh mal ran. Hi, wie ist es so, neues Zimmer zu bekommen und so? Ich habe noch kein neues Haus bekommen, Anna Schwester. Ja, müssen wir auch mal gucken. Also ich habe da schon eigentlich so einen Favorit, muss ich sagen. Ich wüsste auch nicht, wo er sonst noch hin könnte. So als Künstler, ne, Comedian und DJ, dank Fähigkeit, tanzwütig und so, haben wir ein bisschen gesagt. Fällt eigentlich die Wahl nur, ne, auf jetzt ist mir der Name entfallen. Ja, danke, Daniel, weißt du wieder nichts hier, ne? Unser Industrial neben dem Jugendhaus, ja, das wäre gut, ne? Mit dem Glasdach, voll schön. Hanna hat bekannten Bratsch über Svea verbreitet, über die Mama auch noch. Eieiei. Komm, Felix, räum mal bitte auf hier, komm. Räum mal bitte auf hier, nicht Computer spielen hier. Komm, räum mal auf, das ist dein Kuchen, alles hier. Ist zwar nicht dein Ding hier, aber es ist, ja. Wir können mal gucken, ob wir das auch hier reinziehen können, dann geht's vielleicht schneller. Svea, du musst dem Hundi mal helfen. Bitten, das Geschäft zu erledigen. Mach das mal. Das packen wir in den Kühlschrank. Geht es nicht mit dem Handtool? Den können wir aber rein. Guck mal an, kriegen wir wieder 50. Svea, guten Morgen. Wo bist du denn? Hallo, hier Geister. Ja, der Warren war da gestern. Das war kein Traum. Dein verflossener Ehemann. Dein verstorbener Ehemann. Ja. So, du musst rausgehen, Bukukakamann. Ja, hast du ja gelernt. Ja, und danach kannst du bitte den mal baden. Da kann er mal nicht sein Kumpel werden. Jetzt hat er es erst gelernt. Und dann Tierpflege, baden. Nico, wie sieht's aus? Jetzt bist du müde, nee, ne? Komm, dann geh mal noch ein bisschen schlafen. Hast du wieder einen Anfall? Sehr verspielt, hat einen Anfall. Ja. Familientratsch. Oh, oh, oh. Wie in alten Zeiten, weil in der Nähe der Familie ist, ne? Du warst ja auch mal obdachlos. Das sahst du ganz anders aus, Jungschen. Und fleißig trainiert auch schon. Jetzt hast du hier mal so ein Bett. Ja, Polizeiauto. Also der Felix, der bleibt erstmal dann bei Svea. Solange Svea halt noch gibt, dann auch. Dann machen wir das so. Ich hätte es cool gefunden, muss kann ich jetzt erst sagen, wenn er zurückgekommen wäre ins Jahreszeitenhaus. Weil das wäre so ein bisschen mehr Generation-Gameplay dann vielleicht gewesen. Das wäre ganz cool, da hätte der auch mal ein bisschen was mit den Kids machen können. Mit den Fast-Zwillingen. Mit Julian und Noel. Ich spreche jetzt Englisch aus. Gab es auch Kommentare von euch? Ja. Svea, du bist jetzt fit. Weißt du noch den Hundi? Wir müssen jetzt zum Friedhof bald mal gehen. Komm, schlaf mal schneller. Wir machen jetzt hier mal Floddy Karoddy. Gucken wir uns das schöne Herbstwetter hier an. Guck mal, ob die Stalkerin hier auch wieder vorbeiläuft. Die läuft bestimmt wieder vorbei. Kann mir nicht vorstellen, dass die mal nicht auftaucht, ne?
Ja, die kriegt jetzt auch ein Haus hier, die Alte. Aber dazu vielleicht auch nochmal die Info oder die Idee von mir. Ich würde die nicht mal spielen und ich würde mir auch keine Story für die fest aussuchen, weil ich finde das Besondere daran, also, what, wieso? Das Besondere daran ist, man weiß es nicht so genau, was die so treibt, ne? Und warum das so ist, warum die immer auftaucht und warum die so ewig lebt. Das soll man sich jeder so sich selber vielleicht ein bisschen rätseln und das wäre so ein bisschen blöd, wenn das Rätsel gelüftet wäre und deswegen würde ich da nicht mal eine Story irgendwie festlegen wollen. Das ist natürlich nur meine Meinung. Ihr schreibt mir bitte gern, wie ihr das findet. Vielleicht habt ihr ja noch eine coole Idee. Da gab es ja schon einige Stories auch schon im Community Champ. So, jetzt gehst du mal kurz auf Klo und dann gehen wir aber los. Sonst ist alles wieder rot, bis du fertig bist hier, ne? Jungschen, komm, auf, ab mit dir. So schöne Fotos von Warren und Svea. Ist das Ding von Warren fotografiert? Ist das Nico oder ist das Hannah? Man weiß es nicht. So, ein bisschen Hygiene. Du warst doch erst duschen. Komm, wir nehmen noch einen Kuchen mit. Gibt's noch Kuchen? Kann man denn nicht einpacken hier? Wieso kann man das nicht in das Paket stecken? Ach komm, wir gehen einfach. Wer ruft denn an jetzt hier? Hanna, soll ich rüberkommen in die Alto-Apartments? Oh, das wäre jetzt eigentlich immer in der nächsten Folge gewesen. Das ist wirklich wahr. Ich wollte eigentlich so eine kleine Einweihungsparty machen. Dann ziehen wir das jetzt einfach mal vor. Na gut, dann kommen wir zu euch in die Wohnung. Ihr werdet eigentlich erst in der nächsten Folge dran gewesen. Ich spiele ja in der Regel eigentlich immer so 2 Folgen in jeder Family. Aber das ist manchmal so, manchmal so. Also es ist ja doch wachsen, weil, na, wenn dann die Kids dann groß sind, dann möchte ich die ins Intro packen. Dann kriegen die noch eine Umstyling-Folge. Oder wenn dann 100 Folgen sind, dann gehen wir halt ins Jahreszeitenhaus und unterbrechen dann Blue Rose und Violet und Ruby. Ja, das ist so ein bisschen dann... Ja, muss ja auch nicht immer 2 Folgen sein. Ist ja, wie es halt passt. Oder Sky und Stella, das sind nur 2 Sims. Da ist man meistens mit einer Folge dann gut, ganz gut bedient hier. Yay, das sind die Alto Apartments, die Girls WG. Hier in San Myshuno im höchsten Gebäude der Welt, aller Welten eigentlich. Aller Nachbarschaften. Ja, da oben die Bar, die zählt nicht. Das ist kein Wohngrundstück. Svea, du bist jetzt hier zu Besuch. Hallo, Hanna. Hast du Post bekommen? Wir besuchen jetzt euch mal. Euer neues Apartment. Auch die anderen. Nee. Das ist Hannas Zimmer. Das ist Hannas Zimmer. Da ist Lilas Zimmer. Da ist auch die Red und der Blue. Und da haben wir Lunas Zimmer dann auch noch. Ja, Archäologie. Ganz klar. Und ein riesiges Wohnzimmer bei super tollem Wetter. Na, da träumst du davon, Felix. Das hast du nie gehört. Boah, ist das schön hier mit der Sonne noch. Boah, da hat man voll die Höhenangst hier, oder? Boah, es geht immer noch tiefer runter hier. Eieieiei. Okay, was kommt da im Fernsehen hier wieder? Ist ein Horrorfilm. Leute, was macht ihr denn alle im Flur? Gibt's nichts zu essen? Hallo, Begrüßungskomitee. Kann man da echt Begrüßungskomitee spielen? Wie toll. Das machen doch immer sonst die anderen E-Mail mit euren roten Autos hier. Jetzt ist aber mal wirklich der Gag vorbei. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Hallo, ich bin der Begrüßungskomitee. Darf ich mal Pipi machen bei euch? Oh, ich bin schon so alt. So, jetzt gehst du erstmal auf Klo. Na, Lila, denkst du, was sag ich jetzt? Ja, peinlich. Ah, wie toll. Da testest du mal das Klo von denen. Das ist ja riesig hier, ne? Ja, das sieht man ja am Bild schon, wo das Klo ist. Habe ich extra fotografiert und hier gemacht, ne? Das wäre, guckst du mal hier ein Fitness-Accessoires im Bad hauptsächlich. Mit Flauschi-Teppich. Extra von euch gewünscht im Livestream. Ja, Hanna, gibt's keinen Kuchen oder irgendwas hier wieder? Wir sind nur am Kuchen essen, ne? Komm, wir können hier mal einen Kaffee machen. Mach mal Getränk zu mir bringen. Mach mal einen Espresso, dann wirst du wieder wach, Svea. Komm. Machst du mal einen Espresso. Nico, was machst du? Oh, hier im Kämmerlein, hier im letzten Eck hier zocken wieder, oder was? Komm doch mal hier zu uns. Jabin, Brownie. Was ist mit Brownie? Brownie muss Pipi. Komm, der macht das hier, der Bruder macht das. Freundlich vorstellen. Und dann entspannen. Wegen Ka-
Couch-Potato-Hund. Ja gut, dann entspannen wir zusammen. Ich hoffe, der pieselt uns nicht an. Svea, ist dein Kaffee schon fertig? Ja, sehr gut. Was ich auch mal ganz toll finde, ne? Der Kaffee, der leert sich nicht aus. Dass wenn die Tasse voll ist, dann, ja, und die den hochhalten, dann und so schräg halten, dann leert der, geht der, läuft der nicht aus. Das ist voll toll. Ne? Das ist bestimmt so Stärke drin oder so. Komm, zeig uns mal. Das willst du nicht zeigen, ne? Weil ich euer Geheimnis hier entdeckt habe. Komm, zeig's mir. Svea! Komm. Svea. Was machst du das eigentlich mit Absicht? Oder guck mir hinten in den Sonnenuntergang. Parallel. Svea. Willst du jetzt nicht mal den Kaffee da? Zeig's uns mal. Komm, gib mal die Tasse. Auf! Au, au, au. Was heißt denn trinken? Trinken. Komm. Sie macht sie mit Absicht. Na, guck mal, wie sie guckt hier. Ja klar, jetzt ist er weg, oder was? Ja, ja, guckt hier, da kann man, ja. Ja, brauchst nicht rühren, das ist alles fest. Nee, was meint der damit? Ja, du kennst nicht anders. Was macht denn ihr hier? Chillt ihr jetzt hier in Hannas Zimmer? Na, das ist ein bisschen blöd, ihr könnt nicht zu den anderen rein ins Zimmer. Couch-Potato-Hund. Kannst du ihn mal rauslassen, komm, lass den mal raus. Dim. Oh, der ist glaube ich müde, ne? Oder? Ist jetzt tot. So alt bist du noch nicht, Brownie. Du bist erwachsen. Was ist denn das für eins hier? Ja, komm, die Lila kommt auch dazu. Oh, sind alle müde. Felix, was ist los? Oh, irgendwas stinkt hier aber. Ist bestimmt der Hund, sind wir nicht. Nee. Sorry. So, ja, du guckst allein Fernsehen. Jetzt, wo ist denn die Hanna jetzt hin? Hanna, du bist immer noch draußen, immer noch die Post sortieren. Schon wieder falsch hier, ich steck gleich wieder rein. Zeig mal die Muskeln. Und schmutzigen Witz erzählen. Ja, und umarmen. Hat Hanna eigentlich schon mal mit irgendjemandem gepimpert? Ich glaube nicht, ne? Ernsthaft jetzt mal? Krabbenwitze, mag ich nicht. Ich mag lieber Kaffee haben. Kommt ein Kaffee in die Krabbenbar. Na, Lisa. Wir haben keine Fliegen. Es ist voll sauber hier. Es ist voll toll. Und ich habe ein neues Handy mir gekauft, weil wir nur Miete zahlen müssen und so. Oh. Und ein Kaffee wahrscheinlich. Na, die Kaffeemaschine habe ich schon abgecheckt. Hier beim Sonnenuntergang. Hammer gut hier. Tolle Aussicht. Ja, und ich habe auch einen Computer in meinem Zimmer jetzt endlich. Hast du doch schon immer gehabt. Ja, wir haben voll viel Geld. Ja, wegen dem Umzug, ne? Keine Fliegen, das ist super. Okay. Ja. Alright, wir gucken mal, was da draußen los ist. Wir haben jetzt eine neue Nachbarschaft vor uns. Da waren wir noch nie. Waren wir noch never ever hier. Das ist auch das Intro übrigens. Hier. So, irgendwo. Hier so. Ja. Mit der Stalkerin. Habt ihr sie entdeckt? Ja. Okay. Jetzt gucken wir dann mal, dass wir doch mit Nico da nochmal weitergehen, weil eine Party ist das hier nicht. Wir müssen die Party feiern als Besitzer und du bist schon ganz, der hat immer noch Grabsteine in der Hosentasche drin. Luna, hi, sieht man dich auch mal. Freund, dich vorstellen, die kennen wir noch gar nicht, ne? Kann man jetzt noch mal kurz Hallo sagen, da aber, ne? Hallo, ich bin der Nico, ich bin der Bruder von der Hanna. Ja, nice to meet you. Okay, rumblödeln. Habt ihr auch einen Staubsauger? Ja. Ich kenne immer nur die Roboter-Staubsauger. Tu mal nicht so, ja? Ich bin nicht ein Staubsaugerfrau, ja? War nur Spaß. Okay, also Leute, jetzt aber mal hier. Kennst du die Lila schon? Die kennst du schon. Dankbarkeit sei. Dank deiner guten Erziehung. Immerhin, gute Manieren hast du ja. Komm, dann machen wir noch. Aber dann geht's ab zum Friedhof. Nico, komm. Flotti Hobby. Dankbarkeit zeigen. Hast du das gemacht? Plus, sehr gut. Oh, der Film ist schon aus. Na, die gehen immer so schnell aus. Wollt ihr nicht mal ein bisschen knuddeln? Komm, knuddelt mal ein bisschen. Knuddeln, komm, mach Techtelmechtel. Bin ich gespannt, wo ihr das macht. Svea, sollen wir hier uns irgendwo hinverziehen, ja? Ja, da sind so viele Betten hier. Muss man ja auch nutzen, ja? Ist ja auch hier Wohnungsbesichtigung.
Wir gehen mal kurz die Wohnung angucken, Leute. Bis gleich. Direkt in Lunas Raum. Die wird sich freuen. Vielleicht kommt sie rüber. Das dulden wir nicht. Die checkt's gar nicht. Wir gucken jetzt hier Miami Sims an. Ja, ja. Und die Mini blickte stumm um das ganze Bett herum. Mami, was machst du mit dem Felix? Ja, jetzt geh halt raus, echt mal. Da kommen wir auch nicht rein. Du musst schon wieder pieseln oder immer noch. So. Wieso habt ihr Lunas Bett genommen? Da hinten gibt es noch extra freie. Wahrscheinlich, weil das am nächsten ist. Ja, das Bett. Okidoki. Jetzt aber, Nico. Komm, jetzt müssen wir wirklich mal. Hammer, ne? Diese WG hier. Hammergeil. Wirklich sagen. Diese Aussicht. Der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn hier. Der helle Wahnsinn. WG-Eröffnungsparty. Pano Screenies. Die verstehen sich gut, die Girls. Also, Nico, jetzt reisen wir. Ich muss euer Gespräch unterbrechen. Geschwistergespräch. Irgendwas gibt's immer. Wir, also hier, das meine ich. Modern Urban, genau, das habe ich gemeint. Da müsste der Nico eigentlich hin. Da ist er perfekt. Mit Fotostudio, mit DJ, da sehe ich den Nico, ganz klar. Und wir gehen jetzt aber nach Newcrest zur Kapelle, Hochzeitskapelle, Friedhof. Komm, wir nehmen mal die Lia und den Blume, den haben wir heute noch nicht gesehen. Die Rosie auch nicht, oder? Und den Patrick und die Vio und die Sky. Luna accepted. Okidoki. It's okay, it's alright. Vielleicht, ja, dann muss eigentlich, wir müssen jetzt mal die Sina rauspacken auf jeden Fall und den Krümel. Und dann haben wir die Grabsteine, glaube ich, mal alle irgendwie da vereint. Hoffe ich. Wo ist denn der Grabstein von Cracker? Seine einzige Grabsteinsuche. Ich muss das mal abgleichen mit dem Stammbaum. So, wir haben hier Shelly, Keks, Schnee und Leon Streunerklee. Dann haben wir hier den Jaden und die Knight, ne, von Brick Penthouse, das war von Lea. Dann haben wir hier der Yannick und den Jonas, genau. Hier ist noch irgendwer, die Lea und ne, wahrscheinlich der Marvin, ohne Grabstein. Und da haben wir zweimal Justin Goldstone und Red. Und hier haben wir den Blue und die Rose, ne, die sind ja gestorben. Okay, dann machen wir den Krümel, da haben wir noch nichts, ne? Machen wir dann hier dazu. Und die Sina, da wird es langsam eng. Ich glaube, die sind noch, ne? Oh, ne, die sind auch noch nicht. Hier, die sind noch frei. Genau, da kommt die Sina hin. Und dann packen wir da vielleicht auch den Felix hin. Das ist ein bisschen blöd mit der Hecke da, ne? Was ist das für ein Scheiß hier? Was soll denn das hier? Jetzt kann ich das nämlich all frei platzieren hier im Live-Modus. Da sind die ja nämlich gut aufgehoben. Und dann packen wir das mal so hin. Und dann können wir jetzt auch mal machen, Verbindung stärken. Das müssen wir jetzt mal machen mit allen hier, ne? Geht nicht. Stimmt, die haben wir auch entlassen, ne? Können wir gar nicht machen. Jaden. Hier, den Krümel. Da können wir auch nicht. Na gut. Verbindung stärken. Wenigstens hier, dass da noch ein paar Sims da bleiben. Oder kanntest du die nur nicht? Wahrscheinlich kanntest du die gar nicht, Nico. Ne, die sind ja vor dir gestorben. Das ist Jonas. Nee, das ist Yannick. Versuch sie mal zu erschrecken. Und Red. Wow. Freund dich vorstellen. Na, hallo. Red. Wieso bist du blue? So, ich bin Nico, ja. Ich bin die Red, jetzt bin ich grün. Jetzt bin ich green. Ja. It's okay, it's alright. Hinten seht ihr übrigens das Modern Line House. Besonders toll bei Nacht, wie ich finde. Besonders schön. Das ist das Base Black and White. Und da gibt es nochmal zwei Häuser. Da weiß ich gerade den Namen wieder nicht. Gibt's aber auch in meinem Welten-Special dann, was ich ja natürlich zu jeder Welt mache. Versprochen. Oh, zeig dir Fotos von früher. Rosie, bist du auch da? Und ihr, was macht ihr? Pflanzt ihr was ein oder was macht ihr? Ernsthaft jetzt? Kannst du ja keine Tulpe einpflanzen. Das ist wieder typisch Blue hier. Das glaube ich doch gleich. Nee, ne?
pflanzt er hier die Blumen ein, die man da schön aufs Grab legt. Echt mal? Na gut, ist dein eigenes Grab, da will ich mal nichts sagen. Nee, ist es gar nicht, das ist deins. Na, ihr wieder, echt mal, wirklich. Jetzt auch mal den Yannick, hallo Yannick. Ja, was ist mit dem Jon? Das ist jetzt wirklich von immer für immer weg, weil die gehen nach einer bestimmten Zeit, kann man die dann nicht mehr rufen. Ist jetzt auch nicht schlimm, wir haben ja gesagt, wir lassen die auch um Neid trauern. Krümel aber ist wirklich, ne, Krümel ist, ja, Verbindung stärken mit Jaden, das können wir noch machen. Die Katzen gehen auch nicht mehr, ne? Nee. Was ist denn da Zuckerschädelgabe? Bei den anderen nicht, das verstehe ich nicht. Ja. Voll das tolle Wetter eigentlich jetzt hier, ne? Nur so ein bisschen schön bewölkt. Angst vor Vampiren zu geben. Lern mal die Sky kennen, das müssen wir noch machen. Kennen wir noch gar nicht. Ja, aber die zwei, das mehr haben wir nicht im Inventar, ne? So ein Federhaufen, ja, also der Fuchs uns noch gebracht. Actionfiguren. Haben wir noch Fotos? Das ist ja toll. Was sind das? Was sind das? Ein Einhornlama. Ja, wo ist unser Dalmatiner-Ding eigentlich? Das ist auch weg. Alles weg hier, Mann. Und wie geht's euch am Friedhof hier? Totentag hier. Leon. Der lebt doch noch, der Leon, also als Geist. So, wo bist du? Mit der Sky. The sky is the limit. Oh, da brutzelt auch was und die Boxen hat's runtergehauen hier. Nein, nein, nein. Okay, guck mal, hier gibt's auch sogar was DJ-mäßiges, Nico. Da müssen wir mal ausprobieren. Kannst du das nicht? Steuerung. Ich dachte, man kann hier irgendwie... kann man da nicht selber DJ spielen? Ich dachte, man kann hier zusammen irgendwie auch. Sarah Parki. Nee, ich will hier DJ spielen. Wieso kann ich das nicht? Kann ich nur mit eigenen Objekten? Tanzwettbewerb. Dancen. Oder ist das Ding kaputt? Nee, ne? Das ist ja doof. Komm, dann dancen wir noch ein bisschen. Weil dancen musst du eh. Tanzwettbewerb. Mach mal einen Tanzwettbewerb. Wer kann denn nicht tanzen? Ich glaube, die Rosie, oder? Rosie kann bestimmt nicht tanzen. Obwohl, die war auch schon mal in der Vampirruine. Frag sie mal. Guckst du nochmal nach dem Jaden? Ja, Red, ne? Wir lassen dir keine Ruhe. Obi-Weepster. Wir werden dich nie vergessen, auch wenn ich dich nicht kenne. Und du gehst jetzt hier auch noch. Ich bin ja die Gärtnerin der Familie. Ich sehe aus wie ein Marienkäfer, ne? Schwarz und Rot ist ein neues Outfit übrigens bekommen. Wieso ziehst du das nicht an? Magst du nicht dein Mama-Outfit? Meine Sims wollen nicht alt sein. Ja. Straßenbahn fährt schon die letzte da hinten. Toll. So, genau. Ruf mal Rosie auf dem Klo hier. Hi, willst du schon wieder einen Tanzwettbewerb machen, oder? Ja, ja. Du hast schon wieder das rote Auto gesehen. Wieder weggefroselt. Und du machst hier wieder Theater. Violet, das war mir klar. Böses Kind, du. Ist wirklich böse. So, Nico. Jetzt haben wir mal echt eine Folge mit dir gehabt. Nicht schlecht, oder? Ja, komm. Dance, dance, dance. Wieso kann ich das hier nicht machen? Die Rosie kommt schon, guck mal. Jetzt bin ich gespannt. Wow, Nico kann das ja schon. Nico hat Level 4 von 5. Muss man dazu sagen. Der kann schon die Tanzschritte, ne? Auswendig. Aha, aha. Sieht ein bisschen weiblich aus, aber... Du machst jetzt auf Tintenfisch? Guck mal, das kannst du auch. Wow, Rosie. Bin jetzt aber... Wow, nicht so schlecht. Wer entscheidet jetzt, wer gewinnt? Wow. Du bist ja ein Star-Tänzer hier, Rosie. Also du failst hier voll. Deswegen haben wir dich ausgewählt. Ich mit dem roten Auto. Tschüss. Deck, deck. Und wer hat's gewonnen? Man weiß es nicht. Die Aura aktivieren kannst du mal. Hast du wieder so einen Anfall? Wahnsinnig. Mit Freunden reden. Du hast keine Freundin in der Stereoanlage, Nico.
Aber das schickt mich jetzt. Wieso kann ich das Ding nicht machen hier? Ich hätte so gern selber hier DJ gespielt. Dann müssen wir, glaube ich, uns selber eins kaufen. Das können wir ja machen dann beim nächsten Mal mit dir. Und ja, dann gucken wir mal. Oh, sieht das cool aus hier mit dem Licht. Hier im Let's Play, wie es weitergeht. Und natürlich mit euren Wünschen, Meinungen, Kommentaren und Votes in den Umfragen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.